Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück im Schloss des Biestes hier bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Und sieht man, wen wir hier haben. Wir haben hier Bell und auch einen entsprechenden Kleiderschrank. Naja, es ist halt so, die den Film kennen, wissen das sowieso, dass alle Bediensteten des Schlosses und auch der Prinz selber eben verwandelt worden sind. Und wir müssen jetzt erstmal herausfinden, warum das Biest so komisch drauf ist und müssen uns damit Herrn Unruh treffen, weil den haben wir nämlich so wie die anderen auch aus dem Verlies befreit. Aber da er leider nicht im Ostflügel ist, frage ich mich, wo der sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht doch im Kaminzimmer auf uns wartet. Wow, und schon wieder greifen sie die Statuen einfach mal so an. Und wir geben wenigstens schöne Erfahrungspunkte. Nur noch mehr 79, was ich da gesehen habe, für Soras nächstes Level. Das ist gut. Dann kriegt er bald wieder ein Level up. So, Eingangshalle. Na, dann gehen wir noch mal kurz ins Kaminzimmer. So, nee. Hä? Ja, wo steckt denn der Typ jetzt? Ich verstehe das nicht. Wo ist denn der? Man hat es doch gesagt, wir sollen oben mit ihm sprechen. Ja, welches oben? Wir hätten sie mal ein bisschen genau ausdrücken können. Das ist schon wieder... Verstehe ich jetzt nicht. Wo ist der Typ? Wo ist diese Uhr? Das gibt's doch gar nicht. Woanders können wir doch eigentlich nicht mehr hin. Im Westflügel ist er jedenfalls nicht gewesen. So, und Level 15 für Sora Abwehrkraft erhöhten Schadensbegrenzung gelernt. Schon wieder neues Ability. Gleich mal gucken, was das macht. Wo ist es? Hier, Schadensbegrenzung. Bei erlittenem Schaden füllt sich die Drive-Leiste. Die Leiste füllt sich proportional zum erlittenen Schaden. Braucht 3 AP. Na super, und ich habe aber nur 2 frei. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Eine Magie autorisieren war eher nicht so. Item Boost, naja, das ist auf jeden Fall praktisch. Das bleibt sowieso. Ja, das ist jetzt richtig doof. Spritgrätsche. Ja, dann machen wir Schadensbegrenzung halt das nächste Mal. Sollte ich vielleicht noch einen Ability-Termin finden oder bei einem weiteren Leveler wieder ein AP dazu bekommen. Im Moment geht's halt eh nicht. So, und können wir hier einfach mal wohin, weil da steht nämlich noch Fragezeichen. Können wir einfach das Schloss verlassen? Ist ja geil, der Vorhof, hier waren noch gar nicht mal und hier gibt es ganz viele Schatztruhen und Herzlose. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass von Unruh hier draußen ist, der ist sicher im Schloss drin, aber was haben wir jetzt hier alles so? Aha, ein High Potion. So, dann haben wir hier ein Mittelsplitter und da hinten in der Ecke haben wir noch was. Nämlich ein Abilitamin, das seht ihr. Da habe ich schon wieder eins gefunden. Sehr praktisch. Ja, dann kann Sora das ja doch schon lernen, die Schadensbegrenzung. So, Items, Sora, also eine Blödsinn Truhe natürlich, erstmal in die Truhe rein. Abilitamin, benutzen, Sora. So, und wieder zurück, Abilities, Sora, Schadensbegrenzung, ein. Das ist doch praktisch, je mehr Schaden wir quasi erleiden, desto schneller füllt sich unsere Drive-Leiste dann wieder auf. Das ist sicher nicht verkehrt. So, oh mein Gott. Alter, wie die meinen, nur erschrecken diese blöden Statuen. Das kannst du doch nicht machen. So, kommt davon.
So, ich glaube nicht, dass es sich öffnen lässt. Ne, das ist ja auch das Haupttor. Wir wollen ja jetzt die Welt nicht verlassen. Wir wollen hier von Unru finden. Ich nur wüsste, wo der ist. So, Level 16 für Goofy, Maximum AP haben sich mal bei ihm erhöht. Auch nicht schlecht. So, jetzt sind wir wieder drin. Aber wo zum Teufel steckt denn jetzt Herr von Unru? Das gibt's doch nicht. Wo steckt der Typi? Oh, hat er sich versteckt? Ich sehe ihn nicht. Und den werde ich schon finden. Ein Ballsaal wird er ja, glaube ich, nicht sein. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich gehe nochmal hier hin. So, Westhalle. Ja, hier ist der Typ doch auch nicht. Keine Ahnung, dann schaue ich halt doch nochmal ins Verlies. Vielleicht habe ich den da unten einfach nicht wirklich wo stehen sehen. So, was? Zack! Hup, zack! Sollen wir das mal in Ruhe lassen? So, aber wie gesagt, hier oben kommen wir ja sowieso nicht hin. Da sind die Statuen im Weg. So, Kellergewölbe nochmal. Also hier ist sie und Tassilo und Herr von Unru. Jetzt sag bloß, der steht hier oben rum. Moment mal. Ach, der ist die ganze Zeit hier oben. Ja super, das kann ich doch nicht wissen. Wenn die oben sagt, gehe ich davon aus, dass die ein anderes Stockwerk meint. In die Ausgangsposition. Nach euch. Na bitte, geht doch. Die ganze Zeit ist der Typ hier oben gestanden. Ich habe den doch nicht gesehen. Ich dachte, ihr meint oben im Erdgeschoss oder sonst irgendwo. Naja, ist ja egal. Jetzt kann es ja weitergehen. Also gut, wie kommen wir hier raus? Ich befürchte, dass wir hier nicht so einfach rausspazieren können. Die Tür, die am Ende des Ganges liegt, wird nämlich durch eine ganz spezielle Vorrichtung verborgen. Was für eine Vorrichtung? Seht her! Die Laterne hat sich gesenkt! Das hat sie in der Tat. Wenn wir es schaffen, alle Laternen in diesem Durchgang anzuzünden, würde sich die geheime Tür öffnen. Aber wie ihr sehen könnt, brennen die Laternen bereits mit einer verzauberten Flamme. Ihr müsst die verzauberte Flamme löschen, bevor ihr die Laternen auf normale Weise anzünden kann. Können wir sie denn nicht einfach mit Wasser löschen? Ich befürchte, das alleine wird nicht funktionieren. Aber wenn ihr die Kraft des Lichts benutzt... ich probier's mal mit dem Schlüsselschwert. Bravo! Um die verzauberten Flammen zu löschen, nahe an die Laterne rangehen, das sind jetzt uns Kommando alle zusammen benutzen. Nur noch drei Laternen. Wenn wir gut zusammenarbeiten, haben wir die Tür im Nu geöffnet. Ja, ein Kinderspiel. So leid es mir tut, aber ganz so einfach ist es leider nicht, mon ami. Ihr könnt schließlich nicht erwarten, dass von Unru ewig dort von dieser Kurbel herumbaumelt.
Ich schaff das schon, Lumiere. Du hast Wachs in den Armen, nicht ich. Wenn wir müde werden, der runterfällt, werden alle nicht angezündeten Laternen wieder ganz oben zur Decke gezogen. Bevor ihr weiter könnt, müsst ihr nach Fandro sehen. Wenn er wieder zu Kräften kommt, dann hängt er sich wieder für euch an die Kurbel. Mit dem Situationskommando aufpäppeln gewinnt Herr von Uhre wieder an Kraft. Dann wollen wir das mal versuchen. So, zünde alle Laternen an. Be quick about it. Okay, so, hier. Alle zusammen. Also alle müssen mithelfen, die Laterne anzuzünden. Ich drück doch schon. Alle zusammen. Ja, keine Ahnung, geht nicht. Achso, na super, die wurde hier voll von der Ding hier blockiert. Okay, jetzt hat's funktioniert. Noch zwei Laternen. So, kann ich ihn jetzt schon aufpäppeln? Nee. Geht gar nicht. So, aber der hat ja eh gleich keinen Halt mehr. Ich warte lieber. So, von unten ist das Schiff. Versuche ihn wieder... Ja, aufpäppeln. So, bitteschön. Okay, da vorne haben wir, glaube ich, schon die nächste, bin ich mir ein. Ja, da. Okay, ich muss also erstmal die ganzen Kisten zerschieben, sonst kommt Matamputini nicht vorbei. Und noch ein Erwachenteil. So. I think this will do the trick. So, und jetzt noch die letzte. Oh je, der hat aber schon wieder fast keinen Halt mehr. Na, ganz toll. Warte, schieße nochmal. Nee, das wird, glaube ich, auch wieder nix. So, Moment. Zack. High Potion. Und Mithril Splitter. So, müssen wir nochmal helfen. Er hat der Bumse gemacht und unten ist er. So, er ist durstig, Madame Putin kann ihm Wasser geben. Ja dann, wo ist die denn jetzt? Komm her! Schneller! Hallo! Da hat jemand Durst! Sag mal, seid ihr doof? Also da hinten ist sie. Hab ich gedacht, ey, was soll denn das jetzt? So. Bitte aufpäppeln. Na also. Please hurry. So, da kann es jetzt nicht so schwer sein, hier noch die letzte Laterne anzuzünden, hm? Ah, okay, so, jetzt kommt er hier auch nicht durch. Warte, zack, bam, bam, bam. Is this what? Yes, it is. So, los, Madame Putin, schneller, hopp, hopp, hopp. Wir schaffen das, alle zusammen. Sind wir fertig? Oui, die geheime Tür sollte sich jetzt öffnen. Aber ich sehe nirgends eine geheime Tür. Nur keine Sorge. Ihr müsst nur auf den Steinblock drücken, der dort ein wenig hervorragt. Verstehe. Dann werde ich einen Rundgang durch das Schloss antreten. Zu lange schon blieb mir das verwehrt. Ich entschuldige mich ebenfalls, meine Lieben. Seht euch vor den Herzlosen vor. Das Gemach des Herrn liegt am hintersten Ende des Westflügels. Ich werde vorausgehen und darauf euch warten. So, na bitte, haben wir es geschafft. Und weiter geht's. So, was haben wir hier noch? Ah, Luzidsplitter. So, kann ich mit dem Ding jetzt eigentlich noch irgendwas machen? Nö, das Licht der Laterne brennt und sollte so schnell nicht ausgehen, auch hoffentlich. So, wieso? Jetzt sag bloß, das Ding kriege ich auch nicht ohne... irgendwie... Doch, das geht eh so. Gut, kein Moment. Mal schauen. Puzzleteile? Also nee. Wie war denn das nochmal? Sammlung. Puzzle-Modus. Puzzle-Motive erwachen.
So, und das dahin und das dahin. Ja, fehlen mir noch zwei. So, bei den Items. Achso, hier Luzidsplitter. Ein Splitter von meinem Gefühl mit Glitzern ein sehr gängiges Material. Na gut, die Splitter sind wirklich am häufigsten. Gehen wir weiter. So, jetzt sind wir wieder hier und haha, hinter den Statuen, voll verarscht. Und was haben wir hier drin? Ein weiteres Ability, meine Ability Amins findet man hier richtig viele. Wow. Und Level 16 für Donald, Magiekraft erhöht. Nicht schlecht. So, Westflügel. Und noch mehr Herzlose. So, und ein Finsterstein. Sehr geil. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Und ein Zelt. Und noch ein Mittelsplitter. So, warte. Zack, zack, und sag tschüss. Das ist schon wieder ganz schön vieles. So, Moment, hier haben wir noch ein Erwachenteil. Wups. Ah, nee, ein Herzteil, was ganz Neues. Ein Herzteil. So, und hier Finsterstein. Ah, ein seltenes Material. Ein Stein reich gefüllt mit Finsternis. Na, das werde ich sicher für irgendwas Wichtiges später noch brauchen. So, Geschichte. Ja, wir schreiten durch die Geheimtür und gehen zum Gemach des Biestes. Und dann kriegen wir hoffentlich nicht gleich wieder aufs Maul, weil sonst tut uns das wieder ordentlich weh. So, Puzzle-Motive, Herz. Ah, tatsächlich, gleich mal was ganz anderes. Keine Ahnung, wo das hingehört. Kann ich noch nicht sagen, wenn ich so wenig Teile noch habe. Okay, so, war hier sonst noch was? Nee, hier, das habe ich aufgemacht. Hier ist nichts mehr. Okay, na dann, auf ins Gemach des Biestes. It's time you dealt with Bell. She's scheming to take everything you have. This castle, your precious rose, and then your life. Trust no one. Feed your anger. Only anger will keep you strong. I've had enough of strength. There's only one thing I want. What? To love and be loved in return. Who could ever love a beast? See? She has accomplices. Hey, Prince! Oh dear, Master! Hilf dem Biest wieder zu sich zu kommen. Oh, na ganz toll. Wach auf! Einfach mal ein weiterer Bosskampf, so ein bisschen zumindest. Bats! So, Hilfe von Unruh, irgendwie Energie anzusammeln. So, die Energie reicht nicht, versuche sie schneller aufzuladen. Na toll. Muss ich wieder mal wie ein Bekloppter drücken. Ja, mach auf! Ja.
yourself! Cogsworth, what happened? Well, Master, you see, that is, how shall I say, actually, Well, you brought everybody down here in that dungeon! I did what? You did? Who was that guy you were talking to? The one in black? Zaldan. That's his name. He came from the darkness. He used my anger to control me. He took all my sorrow, my sadness, my pain, and turned it all into rage. There was nothing I could do. I could no longer see the truth. Well, I'll be. That must be why you threw all of your friends down there into the dungeon. You wanted to make sure that you didn't hurt them, right? Was that it? Was it to protect them? Sure. We know you're good inside. He's right, Master. We've all seen how kind you can be. After all, Beryl can see the goodness in your heart, but I'm afraid you've yet to... Beryl. I've mistreated her. I've mistreated her and been so selfish. She didn't say anything about that. She'd never tell anyone of my cruelty. She's too good. You see, I'm afraid he judges himself far too harshly. Why don't you just go talk to her? But... No excuses! Come on, we'll go with you. So, Gefährten wurden ausgetauscht. Jetzt haben wir das Biest in der Gruppe. Alles klar. Alter, wie groß das ist. Gerade noch, dass es aufs Bild passt. Okay. So, damit ich aber die hellen Formen weiterverwenden kann, Doran gegen Goofy austauschen. So, passt. Abilities. Das Biest. Wutschrei. Holt die Gene um das Biest herum durch Wutschrei von den Füßen. Power Tackle, stimmt, wurde im Brett auf den Gegner zu und attackiert ihn mehrfach. Mondgeheul, mit dem Kommando Limit können Sora und das Biest ihre gemeinsame Attacke doppelte Rage auslösen. Hört sich cool an. Dann haben wir noch Item Boost, Defender Shield, erhöht die Abwehrkraft in kritischen Situationen den Wert 3, legt mehr an, um den Wert zu verstärken. Und hier auch sehr, sehr praktisch, das wird für Sora noch später wichtig sein, dass er das selber lernt, trotz Kopf. Man behält 1 HP, auch wenn einem fataler Schaden zugefügt wurde. Das kann ihm oft das Leben retten, so dann Autolimit wieder und Hyperheilung. Belebt schnell ein Kogi vergangenes Pferd und stellt viele seiner HP wieder her. Ah ja. So, Goofy hat den Defender Shield auch gelernt. Erhöht die Abwehrkraft. Na dann, bitte. So. Bei Sora selber da war nichts Neues dabei. Passt schon. So. Jetzt würde ich hier noch gerne erstmal das da. So, Erwachenteil. Und hier haben wir noch eine Truhe. Mit einem Pyrop-Splitter. Okay, wieder was Neues. Von der Rose geht ein mysteriöses Licht aus. Tja, ist ja auch eine magische Rose, ist ja klar. So, hier kann ich speichern, sonst ist hier drin nichts mehr. Ja, dann wäre das mal ein guter Zeitpunkt, den Part mal wieder zu beenden, ne? So, Items. Truhe. Pyrop-Splitter. Ein Splitterfragment gefüllt mit Feuer. Ein sehr gängiges Material. Philetomin, gleich mal wieder benutzen für Sora. Schönes Tagebuch. So, Charaktere. Das Biest. Ein kaltherziger Prinz. Weil sein Herz von Selbstsucht getrieben war, wurde er von einer wunderschönen Zauberin in ein Biest verwandelt. Er schämte sich so sehr für seine hässliche Erscheinung, dass er der Welt den Rücken kehrte. Als er auf Bell traf, erweichte sie sein Herz und er begann wieder hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Mehr oder weniger. So, und hier Xaldin. Die Nummer 3 der Organisation 13. Seine Intrige hat das Herz des Biestes verfinstert. Die Absichten der Organisation sind ein einziges Rätsel, was wohl ihr wahres Ziel ist. Ja, das werden wir noch früh genug herausfinden. Alaxaldin, der ist ja, glaube ich, auch so ein fettes Schwein im Sinne von, dass der richtig abgehen kann mit seinen Waffen. Weil er hat gleich mehrere davon. So, blablabla, ja, treffen wir auf Xaldin von Organisation, blablabla, das haben wir ja noch nicht gesehen, wie der aussieht, wobei ich das eh schon weiß. Das ist der Typ mit den Dreadlocks. Um mal nicht zu viel zu verraten. So, Puzzle-Modus, Puzzle-Motive, Erwachen. Das heißt, das ist jetzt komplett, oder wie?
Nee, Blödsinn für den noch ein Teil. Noch ein Teil fehlt. Aber dann ist es komplett. Und da bin ich echt gespannt, was da passieren wird, was ich da bekomme. Na gut, Leute. Das Beast auf Level 16. Ja, so sieht's auch aus. Ganz schön haarig. Ja, wie gesagt, bevor jetzt noch irgendwie was anderes passiert, und es wird jetzt auf jeden Fall noch was passieren, bin ich mir ganz sicher, werde ich mal lieber hier drin sperren und den Part beenden. Wer weiß, was noch so auf uns zukommt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon gegen Xalin kämpfen müssen. Das wäre dann schon das erste Mitglied von der Organisation 13, was wir hier bekämpfen müssen. Aber ich glaube, den muss man sicher erst beim zweiten Besuch dann wirklich fertig machen. Naja, wir werden ja sehen, was im nächsten Part wirklich passieren wird. Ich sage jedenfalls wieder recht herzlich danke fürs Zusehen. Ich bin froh, dass das Biest wieder mehr oder weniger es selbst ist. Abgesehen von seiner wahren Gestalt, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, ob das überhaupt in dem Film, jetzt sage ich schon in dem Film, ich meine, in dem Spiel gezeigt wird, dass sich das zurückverwandelt. Ich glaube, das sieht man hier gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Den Film kenne ich ja ganz gut, ihr hoffentlich auch. Und deswegen bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ciao, Leute!